Das war das historisch niedrigste Angebot, das wir bekommen haben am 11. April von 0,9% bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Und es ist ein absoluter Skandal, weil der Wirtschaft geht es gut. Wir brauchen eine Entgeltsteigerung zur Stabilisierung der Binnenkonjunktur. Und wir haben ja gehofft, die kommt zur Vernunft. Also wir dachten echt, das sei ein verspäteter Aprilscherz, legen gestern nochmal nach. Aber das ist ja gerade mal um 0,15% besser gewesen, das Angebot, das wir gestern bekommen haben. Die einzige Erhöhung gab es bei der Laufzeit und es ist ein absoluter Witz. Also 2,1% für 24 Monate sind für die IG Metall nicht akzeptabel. Und deswegen sind die Kolleginnen und Kollegen auf die Straße gegangen.